PowerPoint-Karocken, aber eine Präsentation halten. Die goldenen Regeln hast du dir gemerkt. Thorsten, ich würde sagen, hier ist dein Foliensatz, sehen alle nach vorn. Du hast 5 Minuten Zeit, dein Publikum mitzureißen. Nein, Zuckerbrunnen, nein. Ist alles abgesprochen vorher mit deinem Team. So, hier ist dein Foliensatz. Bitte sehr. Okay, die dunkelblauen Wände. Ja, willkommen in Dresden. Die Vorlesung heute geht über die Verbindung von Kosmos und Musik, die kosmische Symphonie. Wir haben ja viel über die dunkle Materie gehört. In Wirklichkeit ist sie gar nicht dunkel, sondern die ist dunkelbraun. Wir haben jetzt hier in CERN, ihr seht ja dieses teure Gerät da, haben wir richtig coole neue Sachen rausgefunden. Ihr seid die Ersten, die es hören. Ja, das war ziemlich laut damals, also der Urknall. Wir haben diese zündhaft teure Maschine nämlich in Bern gebaut, um eigentlich mal zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert da hinten. Ja, ich meine, dunkle Materie, wir wissen ja hier irgendwie im Weltall sehen wir nicht so viel, aber wahrscheinlich war es früher auch mal hell. Ja, deswegen ist es auch nicht ganz dunkel, sondern so dunkelbraun, weil das sieht man noch so. Ist aber weit weg. Ja, wir wussten ja mal, es ist viele Milliarden Jahre her und wir haben jetzt dieses Ding gebaut, um mal zu gucken, ja, was passiert denn da? Was wir gesehen haben, es war nämlich nicht dunkelbraun, es war blau damals. Was natürlich eine große Überraschung für uns war. Wir sind nicht mehr dazu gekommen, den Folientext vorne zu ändern, sonst heißt es dunkelblaue Materie. Aber das war das Bild, was wir zuerst gesehen haben. Nämlich irgendwie blau mit so violetten Tupfern. Hatte mehrere Möglichkeiten. Entweder haben sie das in den 70er Jahren auch schon gesehen und das in der Lavalampe versucht abzubilden. Da wollten wir mal verstehen, was eigentlich passiert ist. Und es ist klar, es musste natürlich die Raumkrümmung gewesen sein, die uns aus diesem eigentlich aus der eigentlich dunkelbraunen Materie dieser Lavalampe gemacht hat. Einstein hatte damals schon gesehen, irgendwas muss ja falsch sein. Nicht? Deswegen hat er auch dieses lustige Foto gemacht, was eigentlich gar nicht irgendwie Spaß war, sondern bluternst. Nämlich nachdem er dieses Bild gesehen hat, meinte er irgendwie, verarsch mich doch nicht. Dieses Thema, nämlich die Vorstellung, was denn da draußen sein könnten, also sieht eigentlich aus wie eine Schnecke oder so, war so die Vorstellung, warum sehen wir eigentlich keine Außerirdischen? Ist ja ein Problem. Ne? Wir sagen die ganze Zeit schon, ja, wo seid ihr denn? Das könnte daran liegen, dass wir sie einfach gar nicht sehen auf diesem Sattel. Und das haben wir auch versucht herauszufinden, gibt denn da draußen noch was? Vielleicht so Lava-Lampe, das passt ja auch dazu. Deswegen haben wir weiter geforscht und haben das dann gefunden, dass die nämlich in der Sonne drin sind. In der Sonne ist es nämlich relativ warm, deswegen sieht diese Schnecke auch so ein bisschen komisch aus. Und was aber der Punkt ist, man hätte es eigentlich schon vorher sehen sollen, nämlich diese Sonnenflecken. Ich glaube, diese Sonnenflecken, das war nämlich so das erste Zeichen, dass da in der Mitte diese komischen Schnecken waren und versucht haben, hier uns was zu sagen. Und natürlich frage, was wollten die uns sagen? Also was sie uns sagen wollten, war eigentlich, was für uns echt wichtig ist. Also wir sind hier unten so mit den Bäumen und so haben gesagt, hey, ich sage das mit den Neutrinos, das ist nie so einfach. Also, was die uns sagen wollten, war nämlich, Jungs, passt auf, die Sonne, weil wir da nicht in der Sonne sitzen und irgendwie komische Dinge tun, kommt da was auf die Erde, was nicht so richtig gut für uns aus ist. Und sie versucht so auszurechnen, war nicht auch so Mathematiker, deswegen war Einstein auch so sauer damals. Und die sagten, okay, um das rauszufinden, was da eigentlich mit euch passiert, baut doch mal dieses Ding hier. Das habe ich euch am Anfang ja gezeigt, das ist dieses große Ding in CERN. Haben wir dann auch gemacht, also war auch ein bisschen größer das Dingchen, was wir gebaut haben und was wir dann am Ende gesehen haben, war nämlich... Ja, Gott sei Dank, das Ende haben wir gesehen. So viel zum Thema. Dankeschön. Das war wirklich erstklassig. Ich hoffe, Sie werden mal nach Bern kommen und dort richtig antreten in der PowerPoint-Karaoke-Weltmeisterschaft, die wir dann zusammen veranstalten.